dann machen wir jetzt mit unserem Vortragsprogramm weiter und wir bleiben bei der Elektronik und der digitalen Elektronik und haben jetzt einen Vortrag von Stefan Steinmöller und Thomas Polster, die sind beide Werkstudenten bei Siemens SDI und in ihrer Abteilung ist ein sehr spannendes Teil entwickelt worden, das sie uns heute vorstellen wollen und auch zeigen. Und zwar heißt es TAPAS, das ist Software Defined Inverter, also ein universeller Leistungsumrichter für ganz vielfältige Anwendungen in Hochschulen und Maker-Bereich, also auch wieder Demokratisierung von Elektronik, das haben wir ja hier als großes Thema. Und dann sind wir sehr gespannt, Stefan und Thomas, was ihr uns dazu erzählen könnt. Ja, vielen Dank. Wie Sie jetzt mitbekommen haben, bei uns geht es um das TAPAS-Projekt. TAPAS ist der Name von dem Leistungsumrichter, den wir hier jetzt auf dem Bild auch schon zur Hälfte sehen. Und im Endeffekt ist die leitende Frage, warum ich mich als Algorithmusentwickler für Leistungselektronik wirklich interessieren muss. Weil es ist doch ein sehr komplexes Gebiet. Ich muss sehr viel testen. Es kann sehr viel kaputt gehen. Also sobald ich versuche, Energie zu übertragen, wandle ich immer ein bisschen was davon in Wärme um. Man vielleicht hat der eine oder andere schon mal den Transistor in die Luft gejagt. Und um dementsprechend ein bisschen entgegenzuwirken, haben wir uns halt überlegt, weil wenn man sich so anschaut, den Verlauf der Zeit, was gibt es so? Also man konnte gut anfangen inzwischen, ist man gut dabei, was irgendwie die Entwicklung von Algorithmen, von Regelungen angeht. Ich habe mit MATLAB und dann Python die Möglichkeit, wirklich schön und auch einsteigerfreundlich Software zu schreiben. Ich habe dann irgendwann hatte ich den Raspberry Pi, da konnte ich dann auch relativ kostengünstig und auch vielfältig das Ganze ausführen. Ich konnte mir LEDs anschließen, ich konnte damit, ja, der Kreativität sind im Endeffekt keine Grenzen gesetzt, was ich damit machen will. Dann ging es noch ein bisschen weiter, dann kamen die kleineren Computer wie der Raspberry Pi Nano oder auch der Raspberry Pi 3, der ein bisschen leistungsstärker war. Ich habe dann angefangen, ging es los mit der Cloud, das heißt, ich konnte auch aufwendige Rechenarbeiten irgendwie auslagern und dann trotzdem nur mit diesem kleinen Rechner zurechtkommen. Aber wenn ich dann schlussendlich irgendwas bewegen wollte, dann musste ich mich wieder hinsetzen und musste irgendwie Leistungselektronik entwickeln. Und da haben wir uns gedacht, naja, was können wir da machen? Wir als Siemens haben ja doch einiges an Erfahrung, was Frequenzumrichter etc. angeht. Und wir sind dementsprechend auf das TAPAS dann gestoßen. Und das TAPAS ist eben die Idee, es ist ein Software-Defined Inverter. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, das Verhalten von dieser Platine eben über die Software einzustellen. Ich kann das frei programmieren und das Neue und Interessante an der ganzen Sache ist eben, wir verwenden die Gallium-Nitrid-Technologie, das sind sehr, sehr neue Leistungsschalter, die mir die Möglichkeit geben, sehr, sehr schnell zu schalten, dadurch, dass ich geringe Schaltverluste erzeuge und dadurch kann ich auch sehr schöne Ausgangsströme und Spannungen eben erzeugen. Auch die Onboard-Filter, die mit drauf sind, lassen mir halt dann eben nochmal ein sehr, sehr schön geglättetes Signal erzeugen. Und da bin ich dann sehr, sehr flexibel, was ich damit machen will. Es geht los mit DC-AC, also ganz normal Standard-Motor-Anwendungen. Ich kann aber auch einfach Energiekonversion betreiben, DC-DC-Wandler. Ein paar Projekte stellt dann der Thomas noch später vor. Und ich sage jetzt zum ersten Mal kurz ein bisschen was noch genauer zum Aufbau. Also wir sehen einmal die Unterseite, einmal die Oberseite von dem Board. Auf der Oberseite haben wir eben den DSP, das ist ein Texas Instruments Chip mit der integrierten Instaspin-Bibliotheken, sage ich mal. Das heißt, wir haben dort die Möglichkeit, auch bereits vorgefertigte Regelungsalgorithmen zu nutzen. Und ich muss mich dann auch nicht wirklich damit beschäftigen, wie kann ich überhaupt so einen Standard-Asynchron-Synchron-Motor dann auch ansteuern. Ich habe Onboard-Filter, ich habe integrierte Strommessungen, ich habe integrierte Spannungsmessungen auch. Das Ganze haben wir Raspberry Pi kompatibel gestaltet, das heißt, wir haben eine Stiftleiste, die halt eben auch wo der Raspberry Pi draufgesteckt werden kann, wo ich dann direkt über SPI kommunizieren kann. Die Spannungsversorgung ist sichergestellt. Ich habe analoge Inputs, digitale Inputs, digitale Outputs habe ich auch und das Ganze funktioniert eben bei bis zu 48 Volt und ungefähr 300 Watt luftgekühlt. Um nochmal kurz auf die GAN-Technologie dann zurückzukommen. Wir haben eben dabei sehr viele Vorteile. Also wir haben in diesen Transistoren selber keine Reverse Recovery Ladungen. Das heißt, ja, beim Ausschalten oder Wiedereinschalten beziehungsweise machen wir keine Verluste. Wir haben sehr, sehr niedrige Gate-Ladungen. Das heißt auch, wir haben sehr, sehr geringe Schaltverluste einfach und können dadurch, weil es ist ja logisch, wenn man oft schaltet, also die Schaltfrequenz erhöht, dann mache ich jedes Mal diese Schaltverluste neu. Wenn ich davon aber jetzt weniger mache, dann kann ich öfter schalten, um die gleichen Verluste im Endeffekt zu erzeugen. Und das bringt uns eben darauf, dass wir die
Grundfrequenz, also die Ausgangsfrequenz erhöhen können, weil wir hier jetzt sehen die Formel von der Shannon-Nyquist-Theorem im Endeffekt, dass wenn ich ein Signal modellieren will, dann brauche ich mindestens die doppelte Frequenz, um das eben erzeugen zu können. Und umso höher meine Schaltfrequenz ist, meine Frequenz kann ich halt dann auch dementsprechend das Ausgangssignal skalieren. Was mir auch noch einen großen Punkt, einen großen Vorteil bringt, das sind eben meine passiven Komponenten, also Induktivitäten und Kapazitäten im Wesentlichen, mit denen ich das Ausgangssignal filter, weil die skalieren eben auch indirekt proportional, sage ich mal, zur Schaltfrequenz. Das heißt, umso höher ich schalte, umso kleiner kann ich meinen Filter bauen. Das kann man auch hier wieder ganz schön der Gleichung noch nehmen, eben das L und das C, das sind die Werte für die Induktivität und die Kapazität. Wenn ich die kleiner machen will, dann wird automatisch meine Schaltfrequenz größer. Und dementsprechend kann ich aber bei gleicher Leistung, wenn ich eine hohe Schaltfrequenz habe, das kleinere Design nutzen. Und um nochmal die Vorteile jetzt ein bisschen zu vergleichen, wenn ich jetzt einen Standard-Motorumrichter habe, wie ich sie bekomme, irgendwie so ein Brushless DC oder was, der schickt mir halt einfach Blockströme bzw. rechteckige Signale, die dann der Motor von mir bekommt. Ich habe ungefähr 400 Watt und habe aber 600 Gramm Gewicht. Also wir hatten da ein spezielles Beispiel mit Aluminiumkühlkörper, eine Schaltfrequenz von kleiner 40 Kilohertz. Vielleicht kommt man auch mal ein bisschen drüber. Und ich habe eben ein rechteckförmiges Ausgangssignal und kann es dementsprechend auch nur als Motorumrichter nutzen. Ein weiterer Punkt ist auch, dass jeder Hersteller halt die Geheimnisse für sich behält und ich dementsprechend auch nicht wirklich weiß, was ich damit mache. Das heißt, wenn ich mir als Bastler für ein paar hundert Euro so einen Motorumrichter gekauft habe, dann, wenn ich Glück habe, kann ich ihn irgendwie dann selber ansteuern oder ich muss vielleicht dann noch die Software von dem Hersteller nehmen, um den damit erst betreiben zu können. Heißt, ich bin schon sehr eingeschränkt. Und bei uns ist es eben so, wir haben ungefähr 300 Watt bei 48 Volt. Wir sind sehr leicht, wir haben 80 Gramm. Mit Gehäuse ist ein bisschen mehr, steht drauf, sind 200 Gramm. Wir sind luftgekühlt, wir haben keinen Kühlkörper, nichts, was da irgendwie schwierig ist. Es geht quasi über die PCB, über das Kupfer wird es ein bisschen verteilt, die Hitze. Und wir sind halt eben mit der Schaltfrequenz ja, sehr, sehr hoch. Wir können bis über 300 Kilohertz gehen, was uns dann schon wirklich sehr, sehr gut moduliertes Ausgangssignal liefert, wie man jetzt hier auch beispielhaft sehen soll. Einfach diesen sauberen Sinus drüber gelegt über das Ausgangssignal von einem Standard-Motorumrichter. Und dadurch sind wir halt wirklich sehr, sehr flexibel. Also wir können damit machen, ich will jetzt auch nicht wirklich was vorgeben. Also der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Und das Ganze ist halt, soweit es geht, Open Source. Das heißt, wir haben den Schaltplan dazu im Internet veröffentlicht auf unserer GitHub-Seite. Wir haben dazu Quickstart-Anleitungen. Unser Code, den wir geschrieben haben, der ist da auch mit drauf. Um halt eben den Einstieg auch zu erleichtern, damit man das Ganze lernt zu verstehen. Und um jetzt nochmal auf meine erste Folie zurückzukommen, habe ich jetzt eben die Möglichkeit, meine Algorithmen zu schreiben und dann einfach über die Software das Ganze dann eben ja, in Energie umzuwandeln, irgendwie Kraft in die Welt zu bringen. Das ist so der Gedanke dahinter. Genau. Ja, wir haben unsere Kreativität in der Abteilung auch wenig spielen lassen und haben da drei Projekte dabei, die wir gerne am Stand dann auch in ja, Real Life vortragen. Da geht es zum einen darum, wir wollen einfach demonstrieren, wie vielseitig das Tapas ist, wie vielseitig die Aufgaben sind, die es erledigen kann. Wir haben da zum einen ein E-Skateboard dabei, das soll auch so ein wenig eine Demo sein. Wir haben hier einen Brushless DC Motor verbaut, aus dem Modellbau kommt der, der ist an einem Rad anbracht. Dieses eine Rad wird dadurch, wie gesagt, angetrieben. Unter der Alu-Abdeckung, die wir auch selber gebaut haben, sieht man ganz gut, also hier jetzt nicht, aber man kann sich denken, dass da zwei Lipos drinnen sind, die arbeiten dann mit 24 Volt. Des Weiteren ist ein Tapas für uns eingebaut, das das Ganze regelt und steuert. Wir haben hier noch eine ganz normale Funkübertragung von einem RC-Auto, also auch Standardbauelemente. Das Tapas ist dann so programmiert, dass das mit FOC arbeitet, also sprich Field Oriented Control vom Motor. Das Ganze wurde mit Instaspin, auch von Texas Instruments programmiert. Wir haben dadurch eine gute dynamische Fahrweise, da wir eine Drehmomentenregelung haben. Also wir haben hier geben über Funk, über die Fernbedienung eine maximale Drehzahl vor und fahren dann diese maximale Drehzahl mit einer Kurve übers Drehmoment geregelt an. Des Weiteren haben wir eine regenerative Energieerzeugung, also sprich, wenn man langsamer fahren will und es dem Tapas mitteilt, dann kommt die Energie, die dadurch natürlich wieder frei wird,
kommt die übers Tapas, vom Motor übers Tapas wieder in die Akkus rein. Nutzbar ist das Ganze bis zu 100 Kilogramm Last. Und wenn man Vollgas fährt, dann muss man schon gut nebenher laufen, damit man noch hinterherkommt. Jetzt könnte man sagen, ja, solche Skateboards gibt es ja schon am Markt, aber was ist da jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist, dass wir hier sehr effizient fahren. Wir fahren, wenn das im Leerlauf läuft, mit kleiner 50 Watt. Und wenn wir mit Volllast fahren, also wenn einer draufsteht, fahren wir mit kleiner 500 Watt. Genau. Und was noch ein weiterer Vorteil ist, wie gesagt, dass wir das Ganze field-orientated machen und dadurch auch wieder Leistung einsparen. Als nächstes vorstellen möchte ich einen Audio-Player. Da denken sich jetzt wahrscheinlich viele, was hat ein Motorumrichter mit einem Audio-Player zu tun? Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Sachen. Jein, bei uns kann man das alles mit dem Tapas machen. Das ist damit ein Class D Audio-Verstärker. Das Ganze ermöglichen wir auch durch eine sehr hohe Schaltfrequenz. Wir arbeiten da mit PWM-Frequenzen von über 175 kHz bei einer Sampling Rate vom Audio von über 22 kHz. Wir haben da einen kleinen Raspberry Pi Zero drauf, der decodet die Audiodatei und schiebt die dann in Echtzeit Sample by Sample per SPI auf das Board drüber. Das Board macht dann wieder die PWM-Modulation und fährt damit hinten dann das Audiosignal raus. Wir haben auf der Platine selber noch ein paar kleine Resonanzen drauf gehabt, dass man auch im Audiosignal hören hat können, also die Qualität war nicht ganz so gut. Das Ganze haben wir dann aber über einen externen Filter gelöst und daraus haben wir auch wieder gelernt, in der neuen Version wollen wir das Ganze versuchen, dass wir das nicht mehr brauchen. Genau, das war dann eigentlich soweit zum Audio-Player. Und als letztes haben wir noch einen Verbund, sage ich mal, mit der Siemens IoT, dass man auch ein wenig sieht, dass wir auch ja, IoT-fähig sind. Wir gehen auch ins Internet of Things. Wir haben hier gut zu sehen auf der linken Seite unser Tapas-Board, unten einen kleinen Dreiphasen-Servomotor aus der Industrie. Also wie gesagt, wir können auch Industriemotoren damit ansteuern. Das Tapas kommuniziert über SPI mit der IoT. An der IoT kann ich dann über eine HMI die Drehzahl vorgeben und auch die Drehrichtung. Und ich bekomme vom Tapas noch weitere Werte, wie zum Beispiel, also alle möglichen Betriebsdaten in Echtzeit. Zum Beispiel kriege ich die aktuellen Spannungen und Ströme. Ich bekomme zurück, welche Temperatur das Board hat und auch die aktuelle Drehzahl. Genau, hier haben wir auch wieder ein Field-Orientated Control von dem Motor. Wir sind hier auch wieder, auch wie beim Skateboard, komplett sensorless unterwegs, also sprich, wir haben keinen Drehzahlgeber oder ähnliches. Ja, wie kommt man jetzt an das Tapas ran oder was machen wir mit dem Tapas? Zum Kaufen gibt es leider nicht, aber wir haben 2018 im Sommer einen Community Call gemacht, haben gesagt, okay, wir rufen eine Challenge aus, wir wollen auch andere Ideen haben. Dadurch haben wir gesagt, okay, wenn jemand was mit dem Board anfangen kann, soll der uns die Idee schreiben. Und wir gesagt haben, okay, der kann damit wirklich was anfangen, dann stellen wir kostenlos die Boards zur Verfügung und am Ende hat es dann auch noch eine kleine Siegerehrung gegeben. Wir haben da über 200 Ideen reinbekommen, von denen haben wir dann 65 Ideen ausgewählt, die uns am besten erschienen sind, die wurden dann auch aufgebaut und am Ende haben wir 5 Finalisten eingeladen, die dann in Form von einer Siegerehrung auch ein Preisgeld bekommen haben. Das war dann auch im Zusammenhang mit der FAU in Erlangen auf einer CKI-Konferenz. Und da hatten wir dann als ersten Platz ein ganz interessantes Projekt. Hat wieder mit Motoren und mit normalen Motorumrichtern eigentlich gar nichts zu tun. Die haben 2 Luftspulen gehabt und haben da mit 2 Tapas, also an jedem Tapas war eine Luftspule, induktiv Energie übertragen, also sprich Wireless Charging gemacht. So eine Challenge soll jetzt dann im Normalfall im Sommer diesen Jahres auch wieder kommen. Also da dann gerne mal am Stand vorbeikommen, da bekommen Sie auch noch ein paar mehr Informationen drüber, können die Demos mal in echt anschauen und bekommen da auch Informationen, wie man an die Boards des Weiteren kommt und wie das mit der Challenge dann abläuft. Ja, wir haben auch ziemlich gutes Feedback von der Challenge bekommen, also die Mitmacher waren da begeistert, wie vielseitig das Tapas ist und auch eigentlich wie von der Größe her, wie klein das ist und was man damit wirklich anstellen kann. Das war es dann eigentlich soweit von unserer Seite. Wie gesagt, wenn noch irgendwelche Fragen sind oder ähnliches, gerne bei uns am Stand vorbeischauen und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja. Danke Stefan, danke Thomas. Vielleicht gibt es jetzt schon Fragen aus dem Publikum zu dem Board, aber ihr habt ja auch schon beworben, dass ihr direkt zur Verfügung steht und man das Ding auch anfassen kann. Gibt es sonst noch irgendeine Frage, die jetzt dringend beantwortet werden
Nein? Ich glaube, die wollen alle gucken. Also gibt es irgendeine Chance, dass es dann irgendwann auch mal wirklich frei zugänglich ist und nicht auf Request? Kann ich jetzt so nicht versprechen. Also wir sind schon am Schauen, ob es vielleicht Möglichkeiten gibt, weil es halt einfach eine coole Sache wäre. Aber wie gesagt, ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich selber noch nicht weiß, ob wir die Möglichkeiten dazu haben. Das wird noch ein bisschen dauern. Wir gucken euch noch ein bisschen beim Entwickeln zu. Genau, aber dazu jetzt noch ganz kurz auf der letzten Folie sind ein paar Kontaktmöglichkeiten. Wir sind auf Twitter, wir sind auf Facebook, wir sind auf Hackster. Wir haben eine eigene GitHub-Seite, wir haben auch eine eigene E-Mail-Adresse. Aber wenn ihr euch auf Facebook oder auf Twitter mit uns verbindet und uns da folgt, dann kriegt ihr auf jeden Fall mit, sollten wir zum Beispiel Neuigkeiten. Aber ihr bekommt einfach alle Neuigkeiten mit, die wir dann in Zukunft zu sagen haben.